Servus und herzlich willkommen zum fünften Teil meines Let's Build Kongs Strandhaus. Dieses Mal geht es um die andere Inneneinrichtung, also die vom zweiten Stock. Und Spinne irgendwo, wahrscheinlich auf dem Dachboden. Hier ist ein Baum gewachsen. Und jetzt hat es blöderweise gerade, als ich die andere Aufnahme beendet hatte, hat es gerade schön dezent angefangen zu regnen. Das kann ich jetzt leider auch nicht mehr abstellen. Deshalb muss ich jetzt entweder etwas lauter reden oder ich muss den Ingame-Sound nachher etwas leiser stellen. Und ich kann das auch jetzt einfach so machen. So, das geht. Ja. Gut. So. Fange ich jetzt einfach mal an. Jetzt muss ich aber kurz nochmal nachgucken. Okay, das soll jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Aber wahrscheinlich werde ich es trotzdem nicht hinkriegen. So. Hier in die Mitte von den beiden Fenstern kommt eine Fackel rein. Genauso wie hier. Dann kommt hier an die Treppe eine Reihe Holz. Und an diese Treppe Holz kommen noch Leitern ran. Die habe ich jetzt aber gerade nicht. Leitern, was ist das denn? Ein leicht beschädigter Amboss, ach wie schön. So, dann kommt hier ein Loch rein. So, dass man hier auf den Dachboden klettern kann. Na, Servus Spinne. So. Ein bisschen Spinnen verprügeln, macht ja auch Spaß. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt kommt ja diese komische Couch hin. Wie man sie nennen will. So, die kommt. Das kann man sich jetzt ganz einfach merken. So. Ihr geht jetzt einfach hier von der Reihe hier halt, wo die Dingens, wo die Leiter hier steht, geht ihr einfach nach rechts. Und da, und die ist halt einfach nur drei Blöcke breit. Die steht halt genau in der Mitte, ich krieg da keinen gescheiten Satz mehr zustande. Stellt ihr einfach hier in die Mitte rein, also einfach so, dass es sich hier bei der Leiter und bei den Blöcken da hinten kreuzt. Die da hinten, die Lücke da zwischen den Fenstern ist ja drei Blöcke breit und die hier sind auch drei Blöcke breit. So. Muss ich mal rüber gucken nochmal kurz. Das waren glaube ich, ja das, ach, nee, war ich jetzt mit, da war ich mir jetzt doch nicht so sicher. Gucke ich nochmal rein, also lass mich rein, du, ja doch, das waren zwei. So. So, jetzt kommen da einfach sechs Blöcke Sandstein hin. So, wer will, kann jetzt hier noch den Kamin befüllen. Kommen da einfach zwei Dingens rein. Zwei Holzblöcke und dann kommen davor noch zwei Dingens, wie heißen sie? Zwei Glasblöcke rein. So, hier kommt dann jetzt auch nochmal so ein Zweierbild hin. Ach, scheiße. Hatte ich gerade eben eins, aber ich habe es weggeprügelt. So. Gut, hier kommt in die Ecke noch ein Erdblock mit einer Pflanze drauf. Beziehungsweise mit einem Setzling. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, ob hier noch irgendwelche Fackeln hinkommen. Genau da kamen noch irgendwelche Fackeln hin. Aber sonst war es das eigentlich mit den Fackeln. Soweit. So, die kamen jetzt hier und dahin. Da hängen schon zwei. Da kommt das Bild hin. Hier ist die Couch. Da ist sie leider. Okay. Erklärt sich eigentlich auch wieder alles von selbst. Also muss ich ja eigentlich gar nicht so viel erklären. Und ja. Ist ja eigentlich gar nichts. Also hier links und rechts die beiden Fackeln. Da in die Mitte von den drei Balken hier die Dingens. Das Setzling mit der Erde. Und das hatte ich ja gerade eben schon ausführlich erklärt. Hier kommt einfach diese Pseudo-Couch hin. Und hier in die Mitte von den drei Blöcken kommt da einfach eine Fackel hin. Also wie hier. Und auf der anderen Seite auch. So. Hier könnt ihr, also müsst ihr nicht, aber könnt ihr zwei Holzblöcke mit Glas davor reinsetzen und dann ein Bild drüber hängen. So.
Und kommt hier an die Treppe, beziehungsweise an den Treppenaufgang, kommt so ein Balken und an die kommt dann die Leiter dran.